Moin Moin, herzlich willkommen bei den chilligen Gamern bei Neverwinter Nights. Ich bin Bib und ich habe den Geroldo dabei. Hallo! Er zaubert erstmal wieder eine schicke Spinne und wir gehen jetzt in Milli Vanillis Häuschen. Da ist auch nichts los, aber wir wissen, es gibt eine Tür, die besonders aussieht hier. Und durch die kann man anscheinend, wenn es noch funktioniert, mit dem Schlüssel von Milli in Meldanens Anwesen, vielleicht sogar direkt in sein Schlafzimmer, sneaken. Und das wollen wir natürlich. Diese hier war es nicht, logischerweise. Die sah auch nicht special aus. Die gute Milli hat immer ein paar Blitzbolzen neben sich im Bett liegen, am Bett stehen. Wer weiß, wozu die wieder gut sein sollen. Auf jeden Fall können wir hier jetzt zu dieser Tür herantreten und die bringt gar nichts. Dahinter ist einfach ein Portalkreis, Geroldelo. Ja, lass mal durch, oder? Unauffällig. Ja. Da kenne ich nix. Tschüss. Meldanen-Anwesen. Ja, wir sind tatsächlich im Schlafzimmer. Das war easy. So, dann öffne ich erstmal hier eine Truhe. Und was er nicht weiß, ist, wir haben den gesamten Zirkus wieder dabei. Also, wir haben einmal Krankheiten tolerieren, Stab der negativen Energie, 18 Gold. Ja, hab's geschafft. Und wir haben einen Schlüssel zum Meldanen-Westflügel, habe ich hier gerade geholt. Vielleicht hätte man damit die Kiste auch so öffnen können. Guck mal, ich hole auch noch ein Kleintier dazu. Kann ja nicht sein. Okay, hast du alles? Ich habe alles. Dann da waren 4 Gold drin. Geil. Alter, der hat einen Haufen voller Feuerkäfer. Ein Imp hat sich unsichtbar gemacht. Naja, was soll's. Ich habe Identifizieren gezaubert, statt Unsichtbares sehen. Das macht aber nichts. Ach, was soll's. Drauf. Feuer mit Feuer bekämpfen. Wo ist der Imp? Alter, Dalen. Hey, ja. Okay, Feuer wird hier gar nichts bringen bei ihm. Ja, aber regulär bringt natürlich was. Der hat ganz schön viele Treffer. Oh, ja gut, er hatte ganz schön viele Trefferpunkte. Dafür, dass er ein Imp war. Die Feuerkäfer haben Feuerkäferbäuche, aber der Imp hatte auch was dabei. Und da steht nur Fenris drauf. So. Der hatte nochmal eine schillernde Schärpe oder sowas dabei für Zauberresistenz. Hier ist keine Falle. Oh, ein Kampfstab plus 1. Den nehmen wir doch mit. Aber den packen wir schon mal in den nimmervollen Beutel. Wir wollen ja nicht gleich wieder überladen sein. Gut, unser guter Dalen ist etwas. Kannst du den heilen? Ja. Ich meine, wir könnten auch einfach rasten, aber das ist ja nicht rollenspielgerecht, ne? Ich kann ihm auch mal kurz einen Trank geben. Ich habe ja hier auch so viele. Okay, er ist danach wieder einsatzbereit. Hier kritische Wunden heilen. Oh. Will er doch nicht. Okay, reicht. Reicht. Danke, Geroldelo. Die Tür ist verschlossen, schon. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Dachte ich zumindest. Wir haben auch einen Schlüssel. Ich werde tun, was ihr wünscht. Ja, ist okay. Es ist vollbracht. So, aber es ist ja Meldanens Anwesen, also ist es eigentlich auch egal. Hä, wir haben eine Tür übersehen, kann es sein? Ja. Ja, dann erstmal die Tür. Die hier sieht so aus, als würde es weitergehen. Was ist denn hier? Die ist auch nicht zu. Die können wir einfach öffnen. Aha. Oh, ein Gang. Nee. Ja. Viele Türen schon und wahrscheinlich wieder, fallen. Schon wieder 100 Meter sprinten. Nee. Die sind keine Fallen. Der ist Magier, Mann. Oho. Das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Bombardierkäfer. Ja. Solange es keine Hirschkäfer sind, habe ich keinen Respekt. Boots. 4 Gold. Vampirpfeile. 6 Gold. Nochmal 6 Gold. Wer packt auch 6 einzelne Goldmünzen und 3 Schleuderkugeln in solche Kisten? Okay, eine Bombardierkäfer hat aber 19 Bolzen dabei. Vampirpfeile dabei. Ja. Das ist natürlich nett. Halt, der andere hat auch was dabei. Einen Moment doch mal. Nee, ach, das war ein Beutel. Ach, du kämpfst schon wieder. Oh, oh. Nee, nur gegen Truhen. Nur gegen Truhen. Hier liegt aber Meldanes Tagebuch. Das solltest du mal nehmen, auf dem Tisch. Ja, da werde ich mir gleich mal holen. Dann weiß ich doch alles. Ja. Das ist bestimmt wichtig für die Story. Also, das Buch steckt voller Termine, natürlich.
und Notizen, ein eng beschriebenes Tagebuch geführt von dem Magier Meldanen. Die meisten Einträge sind kurz und bündig und beziehen sich auf seine zahllosen magischen Experimente sowie diverse Kreaturen, die er zu Untersuchungszwecken gegen Bezahlung in die Stadt hat schmuggeln lassen. Richtig interessant sind erst die Einträge aus der letzten Zeit, natürlich. Die Götter sind mir gewogen. Ich hatte schon von den Kreaturen gehört, die man aus Tiefwasser in die Stadt gebracht hat, hegte aber keine Hoffnung, selbst einen Blick auf sie werfen zu dürfen. Doch siehe da, durch einen Zufall entdeckte ich eine Dryade, natürlich, die gerade durch die Straßen des Viertels irrte und eben aus jener Ladung stammte. Nach dem Gefecht in der Kaserne war sie noch völlig verängstigt und folgte mir bereitwillig. Ich habe sie vorerst in einen Käfig gesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr tun soll. Auszug am folgenden Tag. Ich habe mich entschlossen, mit dieser Dryade zu experimentieren und selbst nach einem Präparat gegen die Pest zu forschen. Wenn ich an all das Geld denke, das diese panischen Adligen mir für ein entsprechendes Medikament anbieten würden, ja, Big Pharma hatte er schon. Zu schade, dass ich die Dryade dafür opfern muss. Sie ist schön, wenngleich nicht menschlicher Natur. Paar Tage später, mir geht die Dryade einfach nicht mehr aus dem Kopf. Die Gedanken an sie begleiten mich den ganzen Tag. Heute wollte ich ihr für ein Experiment Blut abzapfen, doch ich merkte, dass ich ihr einfach nicht wehtun konnte. Hat sie mich verzaubert oder bin ich einfach zu einsam für solche Schönheit? Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Noch schreckt sie vor meinen Berührungen zurück. Ich muss ihre Liebe gewinnen. Ich muss. Sie kommt mir nicht eher aus dem Käfig, bis sie das Gleiche fühlt wie ich. Ja, das finde ich ist eine grundsolide Herangehensweise, die in 9 von 10 Fällen im Mittelalter zum Erfolg führt. Aber hier natürlich nicht. Wir werden hier als wahre Vertreter der wahren Liebe auftreten. Und Nein heißt Nein, Meldan. Nur, dass das klar ist. Und deswegen werden wir jetzt natürlich uns sofort auf den Weg machen und diese Dryade befreien. Aber erstmal klopfen wir hier an der Tür. Klopf, klopf, wer ist da? Der Todbahn. Oh, ein Stinkkäfer. Der stinkt. Ich treffe ihn auch nicht. Aber, Alter, ich bin natürlich gleich erstmal mit Krankheit infiziert worden. Zähigkeitswurf natürlich gleich wieder nicht geschafft. Geroldo ist schon wieder ganz woanders unterwegs. Ja, die Tür ist halt. Ja, ja, ja. Mhm. Habe ich hier nicht irgendwo Krankheiten kurieren? Wissen, Adlerhaft. Gibt es überhaupt einen Trank, Krankheiten kurieren? Ah, ich wüsste nicht wo. Aber Aribeth kann das zur Not. Giroldolo macht das da vorne schon. Ich glaube, das sind nochmal mächtige Disziplinhandschuhe oder sowas. Weiter geht's. Was ist hier los? Oh Gott. Giroldolo, was ist passiert? Warum da waren so ein paar komische Käfer. Warum steht ihr so dumm rum und macht gar nichts? Ich gehe erstmal da hinten zu der Truhe. So, sehr schön. Okay. Es ist anscheinend. Ja, hab's geschafft. Es ist, wenn so Meldan kommt eines Tages nichts anderes raus und dann, weißt du, so wie so ein wilder Mob, der einfach nur hier durchmarschiert ist. Ja. Und alle seine Einrichtungsgegenstände mutwillig zertrümmert hat. Wie man das halt so macht. Ja, der Klassiker. Ey, hier ist Grommen, gegen den müssen wir bestimmt kämpfen. Aber vielleicht auch nicht. Heda! Warum halten sich Magier eigentlich immer so Trottel? Mein Name ist Bib. Klar. Ich bin Grommen. Der Grommen hält Wache für Meister. Böse Leute dürfen nicht rein. Nur Freunde vom Meister. Hab noch nie einen Freund vom Meister gesehen. Hab auch noch nie wen reingelassen. Leichte Aufgabe. Okay, ich bin ein Freund vom Meister. Ich bin hier, um ihn zu besuchen. Misserfolg. Woher soll der Grommen wissen, ob ihr ein Freund seid? Vergesst es einfach. Sollte euch nicht so schwer fallen, dass ich da war. Okay, macht Grommen. Der Grommen mag leichte Arbeit. Okay, ich mag Grommen. Okay, du kannst es ja auch nochmal dein Glück versuchen. Aber sonst würde der mir bestimmt noch einen Schlüssel geben können. Seid gegrüßt. Ja. Ach, ihr habt einen Schlüssel benutzt. Nein, Wachmann seid ihr aber nicht besonders helle. Wie? Ja. Aber so ist es leider auch. So. Pipso, er ist am Husten. Ey, hier. Okay, macht gut. Die Tür auf. Ja, nett von ihm. Meinst du die Tür? Voll lieb von ihm. Wir können jetzt auch noch mal da geht's raus, oder? Ja, lass mal gucken.
Ja, hier geht's raus, aber wir sind jetzt ja hinterm Tor. Vielleicht gibt's hier ja auch noch was zu sehen. Der wohnt einfach in so einem Häuschen, das ist so groß wie die Niewinter Akademie. Er hat eine eigene Postleitzahl. Ja, guck mal, da ist nämlich sogar noch eine Truhe da rechts. Also noch Ecke. Mehrere Truhen. Ja, siehst du? Ich gehe hin. Nicht. Oh, spät. Ich hasse Gerold. Geh doch zur anderen Truhe. Ja, solange du kämpfst, kann ich sie nicht öffnen. Darum geht's. Okay, können wir uns darauf einigen, dass alle Leute da mal irgendwie Land gewinnen und sich verpissen von da? Ja, okay. Nein. Aber klar doch. Danke. So, jetzt ist hier wieder himmlische Ruhe. Ah ja, Erfolg. Hier ist eine blaue Robe drin. Die ist bestimmt cool. Da habe ich bestimmt Kälteschutz oder sowas. Aber da ich vorhin schon aus Versehen, das ist ein normales Katana. Verdorren kann ich noch nicht lernen. Und Katana, ach Gott. Wäre ich doch bestimmt überlastet. Aha. Okay. Und weiter. Darf ich nur nicht vergessen, dass wir eine tolle neue Robe hier gekriegt haben. Schnell wieder rein. Gromnen steht da immer noch. Mag einfach einen Job. Aber deswegen, das meine ich, ne? Ich habe ja auch ein paar Ränge und ich habe Überreden auch noch durch Items gesteigert. Und trotzdem kannst du halt da immer mal einen Lucky Wurf machen, ne? Ja. Hier sind Stinkkäfer. Ich bin schon krank. Was soll passieren? Alter. Leute, trefft ihr das Ding mal? Das sind Wachhunde. Machst du schon. Ja. Alter, Dalen ist auch noch dazed. Alter, der hat ganz schön viel Treffer. Alter, 6 Schadens. 11 oh, Schadenspunkte. So, defensive Kampfweise deaktiviert. So, danke, Mann. Hier stinkt's. Wer hält sich die in Lagerräumen? Bin ich auch ehrlich. Dieser Mildan, ey. Aber er konnte mal wieder den Reizen einer Frau mit hölzerner Haut nicht widerstehen, ne? Hier drin sind einige Feinde. Elitewachen. Ja, geh mal weg, dann kann ich da einen Feuerball reinzwacken. Guck mal. Ich setze den einfach nach da. Oh. Ich sagte... Das war ziemlich beeindruckend. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich setz den einfach nach da. Ja, das war ganz gut. Siehst du? Und jetzt kannst du übernehmen. Mildanenwächter. Okay, die sind nicht so geil. Aber es gibt auch noch den Elitewächter. Der ist auch nicht so geil. Und da gibt's noch einen Akolyt. Da drin ist noch ein Magier oder sowas. Alter, gesegnet bin ich hier. Welche Gottheit? Alter, er ist Gnom, er ist tot. Ja. Das Praktische ist, wir haben hier auch gleich die Truhen geöffnet. Hä, was ist da schon wieder los? Wer kämpft denn hier? Wer ist Bluthund Xfims? Der ist voll böse, Mann. Das ist voll Tyrannos ihm sein Sohn oder so. Womit forscht er denn hier? Der hat auch voll was hinterlassen. Ein Schnaps, natürlich. Ja, die klassischen. Aber die Wachhunde sind auch ein bisschen tougher, ne? Ja. Aha, okay. Das sieht noch abgeschlossen. Oh, hier ist ein Schreckenstachs. Hier sind ganz viele Goblins, die sind aber auch alle böse. Ich gucke erstmal hier rein. Und Samuel, wir haben Samuel gefunden. Hier ist auch Schlüssel zu Meldans Gefängnis. Komm, wir lassen uns erstmal alle Leute hier platt machen. Schreckenstachs, guck mal. Ich habe doch ein Türchen hier. Der ist böse. So. Ich laufe ja schon rein. Okay. Dann rede ich gleich noch mit Samuel. Der kann dann draußen Grommen erzählen, dass er ein lieber Typ ist. Du hast mich nicht gesehen.
Ah ne, erst die Goblins, ne? Nicht, dass da noch dumme Ideen passieren. Soll ich den Feuerball hinschmeißen? Ja, ne? Oh mein Gott. Okay, beeindruckend. Die, richtig mies, ey. Die hatten überhaupt keine Chance. Okay, die haben aber, dafür hatten sie immerhin noch ein bisschen was dabei. Und zwar er, der Chef. Der hatte immerhin mittelschwere Wunden heilen dabei. Weil? Naja, gut. Aber es hilft einem halt nicht, wenn man im Gefängnis sitzt, ne? Das ist richtig. Ja. So, dann reden wir mal mit Samuel. Eigentlich der Weg nach draußen müsste ja frei sein. Ach, guck mal, Samuel ist auch so ein Lüder. Schön, euch zu sehen. Hallo, Mann. Seid ihr wieder einer von den Schergen des Magiers? Ist das wieder einer seiner Tricks? Seid ihr gefangen? Ja, mein Name ist Samuel. Ich war Aufseher der Stadtwache, bis dieser wahnsinnige Magier mich eingesperrt hat. Irgendwie ist die Stadtwache auch immer nur inkompetent, ne? Die ist entweder eingesperrt, also die kriegt hier nichts hin. Ihr seid Samuel, Kommandant Turin schickt mich, nach euch zu suchen. Ist das wahr? Wie gut, dass ihr mich nicht aufgegeben habt. Ich hatte schon befürchtet, genug jetzt. Habt Dank, dass ihr mich retten konntet. Ja, zuerst will ich ein paar Dinge wissen, aber gerne, ich erzähle, was ich weiß. Wie kam es zur Gefangennahme? Naja, ich habe auf dem Gelände rumgeschnüffelt, da gab es Gerüchte und Meldan hat sich ungewöhnlich verhalten. Ich habe nichts gefunden, aber Meldan hat mich trotzdem eingesperrt. Ja, ihr seid doch ein Mitglied der Stadtwache. Ich weiß es nicht, Meldan hätte sowas nie getan, aber ja, vielleicht ist er irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. Okay, was wisst ihr über den Ort? Wisst ihr, wo ich Meldan finde, Mann? Am Ende des Flurs, Raum zur Rechten, führt ein Weg nach unten. Jedenfalls ist Meldan dahin gegangen. Könntet ihr den Weg allein nach draußen finden? Ja, ich glaube schon. Ich würde es zumindest versuchen. Okay, dann geht. Die Richtung, aus der ich gekommen bin, ist sicher. Okay, wir treffen uns später. Er geht auch gar nicht los. Wie kommt er? Er kommt ja auch nicht durch. Okay, mach mal ein bisschen. Gib ihm mal ein bisschen Raum. Ja. Hast du die Truhe schon geöffnet? Ja, klar. Okay, Samuel läuft da noch. Genau, versperren wir nicht den Weg. Wir können ihm hinterhergehen, falls es da noch Stress gibt. Er ist weg, oder? Ist er nicht mehr. Ja, okay. Was sind das da noch für Überreste? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Da war ich auf jeden Fall schon. Ne, 9 Gold. Okay, gut. Der ist entkommen. Es ist wie bei Tomb Raider. Der ist einfach um die Ecke gelaufen und dann ist er despawned. Ja. Ja, sehr gut. Also Samuel haben wir auch schon gerettet. Guck mal, alles findet... Oh, Alter, das ist aber ein anderer Schnack. Patsch. Bluthunde. Warum habt ihr alle Angst, ihr furchtsamen Leute? Nicht als Elfe. Ja, ich auch nicht. Ich meine, das ist Bib, von dem wir hier reden. Der Sieg wird unser sein. Ach, ich gehe da jetzt rein. Komm ich mit dem Basie. Komm her. Kostet eine Wut. Kannst du hier nicht erreichen. Da haben wir. So. Dann schnell mal gucken. Eine funkelnde Halskette. Also, ich übersetze es mal. Cash. Weisheit der Eule. Ein paar Bolzen. Cash. Wir brauchen aber auch Cash. Wir müssen vielleicht am Ende des Tages... weil wir, der hatte auch Schnaps dabei. Nee, der hatte diesmal 20 Bolzen dabei. Als hätte man 20 Bolzen in ihn reingebolzt. Ja. So, es sieht auch wieder so aus. Oh. Ja. Was zur Hölle? Der hat da ein bisschen was reingezaubert. Der hat einfach Eissturm gezaubert. Der kann das auch nochmal. Ich hab Angst. Bin ich ehrlich. Ja, so gut der bin ich nicht. Ich bin gerade voll aufs Maul. Ja, irgendeiner von uns ist da auch gerade gestorben. So, während auf der Galerie tot. Sich auch noch. Ja, Leute, jetzt bin ich auch bereit. Alter, was? Okay, nicht versuchen hier die abgesperrten Sachen aufzumachen. Alter Falter, was war denn mit ihm? Eissturm. Ja, das war schon ein bisschen... Das fünfte Grad, Mann. Der muss Stufe 9 gewesen sein. Hier ist ein kleiner, nicht identifizierter Schild. Ich packe ihn in den nimmervollen Beutel. Ich kann ja eh keine Schilde tragen, aber vielleicht ist der ja was für dich. Dann ist hier Verschlagenheit des Fuchses, eine nicht abgeschlossene Feldkiste, in der nichts ist. Und
eine nicht identifizierte Sechserrüstung. Sechs ist schon schwere Rüstung. Ah, hier, komm mal hier zu mir, zu meiner Truhe. Da ist einiges drin, was du aufnehmen solltest. Okay. Hey, die Dryade! Nee, okay. Eine magische Keule. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Ich bin natürlich schon wieder überlastet. Man kennt's. Aber nicht viel. Also müsste ich eigentlich hinkriegen, hier nicht überlastet zu sein. Aber ich sehe ja auch, der Part ist zu Ende, Herr Giroldolo. Im nächsten Part sind wir dann wieder auf der Suche nach Meldanen und der Jungfrau in Nöten. Und vielleicht sind wir dann ja auch schon so weit, dass wir die befreien können. Ja, wobei, also naja, es ist, also wir müssen auf jeden Fall ja die Ebene nach unten. Lass noch einen Raum angucken, wo wir gerade dabei sind. Guck mal, hier geht's nach unten. Falle, stopp! Uiuiui, das willst du nochmal speichern, wollte ich gerade fragen. Alter Falter, speichern ist für Pussys. Ich brauche es nicht. Ich kann die Falle auch nicht entschärfen, weil ich nicht an die Tür... Okay. Nein, Dalen, Alter. So. Huh, das war knapp. Aber Bib hat sie natürlich... Dalen ist auch DTN, sehe ich gerade. Der hat legit 1 TP hat er noch. Der Junge ist dem Tod ganz knapp von der Schippe gesprungen. Wir können hier aber nicht rasten, weil noch Feinde in der Nähe sind. Das ist natürlich schlecht. Okay, da geht's weiter. Das wissen wir ja dann schon. Ja. Dann lass die Etage hier noch machen. Kannst du Dalen noch mal heilen? Nein. Okay, dann mach ich das. Irgendwie. Hallo. Geht das? Okay, warte. So, Junge, was ist mit dir? Bist du dumm? Ja, das sieht doch so aus, als damit... Er ist auch krank, weil er auch seinen Zähigkeitswurf natürlich auch gleich erstmal nicht geschafft hat. Wenn das die Konsti runterzieht, dann ist... Hier sind nochmal Stink- und Bombardierkäfer. Haha! Wie kann der daneben hauen? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Und jetzt ist er auch noch benommen. Der ist so scheiße, der Typ. Ey, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Was? Ich bin vom Stamm der Roten Tiger. Wir kriegen auch im Eiswindtal nichts geschissen. Ich weiß auch nicht warum. Die gefährlichsten von uns schicken sie immer los. Ja. Ja. Merkst du selber. Der merkt überhaupt nichts. So, Shara hat sich hinter der Truhe weggeglitscht. Nee. Das ging noch so gerade. Aber ohne WASD käme ich da nicht raus. Ja, Fackel und 4 Pfeile, die lasse ich drin liegen. Okay, also pass auf. Wir haben noch einen anderen Gang da auf der anderen Seite, ne? Ja. Ja. Dann den machen wir auch noch. Ich mache einen kurzen Cut. Und wir sind gleich da. Tja, also wir sind schon durch mehrere Fallen durchgelaufen. Diese hier entschärfen wir jetzt vielleicht nochmal. Ich dachte, wir machen die Aufnahme einfach an der Tür wieder an, aber offensichtlich ist das, wenn man von Millie kommt, kann man durch den Westflügel gehen und dann wahrscheinlich ganz viel skippen, also aber auch Samuel skippen und kommt dann vielleicht hier, ist jetzt meine Theorie, auch zu einer Tür, wo es dann nach unten geht. Hallo. Was du nicht sagst. Oh, hier ist ein Waffenregal. Danach sollten wir mal rasten. Aber eigentlich... Also eigentlich, ne? Haben wir ja dann den Raum. Eigentlich müssten wir dann auch rasten können hier in dem Gebiet. Denk immer dran, ne? Ich kann nichts öffnen, wenn du draufhaust. Das weiß Geralt auch. Ist es ihm nur egal. Kannst du Lino noch abholen, ne?
Danke. Ja. Aber klar, gibt es etwas? Der Kleintierzirkus. So, also ich bin schon wieder überladen. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts. Wir können 30 Goldmünzen und einen Erkenntnisring. Der macht Sagenkunde plus 5. Na, sieh mal einer, guck. Den sollte man vielleicht behalten und offscreen immer aufsetzen. Dann kann man vielleicht auch ohne Identifizieren was identifizieren. Diese Waffenkammer. Wäre auch das hier schon. Kannst du erst bei mir geben? Ich habe ja noch keinen Ring. Ja, das hättest du wohl gerne, ne? Ja, kriegst du gleich. Kriegst du gleich. So, erstmal hier schnell den Part beenden. Nochmal Geräuschexplosion, 27 Gold. Wir haben die Etage. Beim nächsten Mal geht es zur Treppe nach unten. Was auch immer da ist. Bis dahin. Macht es gut. Schwingt den Hut. Ciao. Tschüss.